Ja, wunderbar. Und schon sind wir wieder auf Sendung. Ich hoffe, ihr hört uns. Mario hat uns auch noch gefunden, nachdem ich den Button gefunden habe, um den Countdown laufen zu lassen. Aber wir hatten zumindest ein schönes Leuchtband. Die Themen sind ja schon geteasert worden. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Lufthansa, Erstflug 787 ist im Oktober. Flugnummern von München nach Frankfurt und umgekehrt vor allem. Auch bekannt, dann Digitalisierungsoffensive der Lufthansa. Carsten Spohr hat Digitalisierung erkannt. Dann haben wir noch als Thema, dass man die Maskenpflicht, ja, ich sage jetzt einfach mal, fallen hat lassen. Wollte warten, bis Mario kommt. Nein, ich habe es gestern einfach vergessen, weil so viele Themen. Der Herr Kühne möchte mehr von der Lufthansa kaufen, darf es irgendwie aber nicht, nicht so wirklich. Dann haben wir noch einen Deal nach Nairobi. Und ja, das sind schon die Themen, ne, Mario? Von dem Deal von Nairobi wusste ich nichts, aber da wirst du uns ja sicherlich was zu erzählen. Das ist richtig. Das Erste, was ich euch erzähle, ist natürlich wie immer, abonniert den Kanal, macht die Glocke an. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wie immer, kommentieren. Und ich sehe auch schon, wie die Kommentare reinkommen. Deshalb grüße ich einfach alle pauschal. Guido, Frank und dann, glaube ich, Sascha ist sein richtiger Name, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber nicht schlagen, wenn es falsch ist. Sven und natürlich alle auf YouTube. Und wir haben Stammtisch am Freitag, am 12. beim Hyatt Place mit Lufthansa. Da gibt es schöne Sachen zu gewinnen. Dann haben wir vorher am Samstag in München einen Stammtisch und wir haben einen besonderen Stammtisch und das verknüpft sich direkt mit dem Thema 787 am 22. Oktober. Da fliegen wir, nachdem wir den Stammtisch am 21. in Hamburg haben, habe ich auch noch direkt untergebracht, dass wir einen Hamburg-Stammtisch haben, Mario, es tut mir leid. Das ist wunderbar, das ist ganz wunderbar. Fliegen wir, also ich zumindest fliege von Hamburg und dann von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach München und von München wieder zurück nach Frankfurt zum Stammtisch. Wer möchte, kann mitfliegen und zwar mit der LH106 nach München und mit der LH111 nach Frankfurt zurück. Und danach haben wir dann den Stammtisch. Wer mitkommen möchte, kann sich bei mir bewerben. Ich würde eventuell jemanden auch vorher in die heiligen Hallen des FCT bringen. Mit viel Liebe, wenn jemand mitfliegt. Ihr müsst also auf demselben Flug sein, der LH106, um die FCT zu kommen mit mir, würde ich jemanden nehmen, der noch nie da drin war. Das heißt also, für den, den das besonders ist, schickt die Bewerbung an mich. Ich werde es gewissenhaft prüfen. Dann bin ich ja raus. Du bist raus, weil du nicht kommst, Mario. Das ist das Problem. Das allerdings auch, ja. Ja, die 787 ist bei der Lufthansa Gott sei Dank gekommen. Und zwar ganz wichtig an dieser Stelle, ab 19. Oktober fliegt sie, fliegt dann genau diese Umläufe, die LH96, die LH106, das ist der 13:15 Uhr Umlauf und die LH114 und dann in umgekehrter Reihenfolge von München aus die LH101, LH111 und LH119. Das sind die ganzen Flüge, die gemacht werden. Das Sehr gut. Flugzeug hat eine Hainan-Bestuhlung, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit einer Business Premium Economy Economy. Ich selber habe Economy Class gebucht, aus zwei Gründen. Einmal Painful Self-Experiment. Ich habe gedacht, wenn ich auf dem Flug von einer Stunde die Economy Class aushalte, könnte ich vielleicht auf 1:30 Stunden erhöhen. Nein, und ganz einfach, wenn Leute mitfliegen, natürlich ist die Economy Class geil. Auf dem Hinflug habe ich den Sitzplatz in der Notausgangsreihe. Also ich habe es nicht ganz mit der Exit, mit dem Painful Self-Experiment durchgehalten. Und auf dem Rückflug sitze ich, glaube ich, auf 8 Charlie. Das ist ein Premium Economy-Sitz, damit man damit mal einfach Erfahrung sammelt. Und die Gefahr bei einem einstündigen Flug ist nicht allzu groß, Mario, oder? Nee, das solltest selbst du und sollte selbst ich überleben. Ich denke, das ist völlig okay. Und die Premium Echo, das ist ja auch eine Sache, die sollte man gleich mal ausprobiert haben, damit man weiß, kann man das guten Gewissens auch für die Langstrecke empfehlen. Ja,
eine berechtigte Frage, ob man das für die Langstrecke empfehlen kann. Ich selber denke, man wird es danach wissen. Was man auch danach weiß, ist die Digitalisierung. Carsten Spohr hat sich zu dem Thema geäußert und hat eine Digitalisierungsoffensive gestartet. Warum? Ganz einfach, weil die Eurowings digitaler ist als die Lufthansa Mutter. Man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Lufthansa auf ein System aufsetzt, was irgendwie schon, ja Mario, das ist ja auch zu Zeiten, wo du geprogrammiert hast. So kurz nach dem Krieg. Genau, mit der Enigma eigentlich noch zu tun Genau. hattest. Ja, da haben sie meinen Code geknackt, aber egal. Ja, aber 500 zusätzliche Entwickler, die Lufthansa einstellen will, das ist schon eine Nummer, würde ich sagen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht mal so mal ein, zwei, ne? Sondern so 500 Nerds, das hat schon was. Ja, es ist jeden Tag einer im Prinzip, wenn man das Ja. so mal hochrechnet. Und ein Entwickler pro Tag und das Personalbudget wird halt deutlich aufgestockt von Carsten Spohr, dass man neben den 6000 IT-Experten in der weltbesten IT schon hat und die dann um 500 erhöht werden. Das heißt also, in Da dieser, passt 10%, ja. ja, das ist fast, also es sind 100 Schei von 10%, aber nichtsdestotrotz, die Zeichen sind da. Ich hoffe, dass die Leute auch was entwickeln, was für uns wirklich eine Verbesserung darstellt. Und für die Themen, die ich werben würde, die programmiert werden müssen, Umbuchungen mit der App. Problemlos, easy im Rahmen von IrrOps, dass man direkt auch Flüge vielleicht nicht nur in dem Konzern, sondern auch beim Wettbewerber umbuchen kann. Wäre vielleicht eine Ja, Möglichkeit. Oder die andere ein Traum. Geschichte. Buy on board. Ich meine, Air Dolomiti hat ja Buy on board auch gerade gekriegt. Damit könnte man eventuell auch was machen, dass man dieses Buy on board online vorher prädisponiert. Zum Beispiel, dass man weiß, was man kriegt, dass man die Stulle, die man sich quasi vom Munde abgespart hat, weil man keine Zeit hatte, dann im Flieger zu sich nehmen kann. Oder einen dieser wunderbaren Salate, wobei für meinen Geschmack ist in der Tat die Wiener Melange oder wie das da heißt, ist schon cool, weil so mit der Schnitzel finde ich schon geil. Ja, das hat was. Nee, damit wir auch vor allen Dingen mal das bekommen, was wir haben möchten. Das ist ja unser Problem, hatte ich ja auch schon. Ja, ist ausgewiesen. Und das ist eigentlich eine gute Sache, wenn sowas vorbestellbar ist. Aber ich denke mal, neben dieser Umbuchungsoption, die du zu Recht angesprochen hast, die wirklich tatsächlich eine tolle Sache wäre, würde übrigens ja auch den Kollegen an den Service-Hotlines entspannen oder ein wenig entlasten, wenn zumindest die Leute, die halt mehr als einmal im Jahr fliegen und sich so ein bisschen damit auskennen, wie du und ich vielleicht, mit ein paar Mausklicks Flüge entsprechend umbuchen können. Also das wäre schon eine tolle Sache. Was wahrscheinlich zumindest nach diesen 2 Jahren Corona noch viel besser wäre, dass man eine Stornierungs- und Erstattungssoftware mit integriert, so dass man halt im Zweifel nicht immer den Kollegen Anwalt mehr oder weniger einschalten muss, dass solche Dinge halt mit 3, 4 Klicks ja, besser zu bewerkstelligen sind. Das wäre, denke ich, auch eine ziemlich gute Sache. Ja, also die Storno-Taste, dass sie zumindest nicht wie bei einigen E-Mails bei der Lufthansa so tricky ist, dass man den Ja. Storno schneller findet, als dass man einfach da umbucht. Also insofern finde ich das in der Tat einen richtigen Ansatz und vor allem auch eine Entlastung der Hotline. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch eine Kosteneinsparung. Man kann ja von Lufthansa-Seite dann im Nachgang das eventuell monitoren, ob diese Erstattung berechtigt oder sonst was ist. Also dass man da halt eine Absolut. Kontrollinstanz hat. Also da traue ich denen zu. Wichtig an dieser Stelle ist einfach zu sagen, wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Also wenn du sagst, du traust denen das zu, du weißt, wir haben bei Lufthansa gibt es dann immer das Berühmte, das ist zu komplex. Nicht? Das war ja schon mit den Cola-Dosen, Flaschen, whatever, während der
bösen Schließungszeit der Lounges in der Corona-Zeit. Ja, in der Tat, also das ist in der Tat ein Problem gewesen. Was für die Lufthansa ein Problem ist, ist die EU-Regulierung und diese Ungleichbehandlung der Fluggesellschaften. Carsten Spohr hat sich da fast in Rage geredet und er hat da auch nochmal wirklich gesagt, dass man nicht nur die ausländischen Fluggesellschaften da in irgendeiner Art und Weise, ja, bevorzugen soll, weil zum Beispiel, wenn man über den Golf fliegt oder sowas, da ist dieses Fit for 55, das interessiert die gar nicht, zum Beispiel. Ja. Mario, du warst ja gestern, glaube ich, auf einer politischen Veranstaltung, deshalb ist das ein politisches Thema. Und das war es gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr. Ich überlege gerade, ich war gestern Abend auf einer, naja, politischen nicht, es war so eine politische Vorfeldveranstaltung, ein Sommerfest halt einer Ein Sommerfest Landesregierung. unter Freunden. Ich mach dich Unter einfach mal, Freunden. ja, ich mach dich mal zum Vollbild, dann kannst du das Thema einfach schön referieren. Das Thema soll ich referieren? Nein, ich kann natürlich hier die Lufthansa gut verstehen. Es sind ja, wenn man Berlin anspricht, unsere Sondersteuern, die es hier gibt, die Luftverkehrsabgabe und dergleichen mehr. Und dann auch noch auf Europaebene die Klimapakete. Das macht natürlich die Flüge teurer und für die Fluggesellschaft natürlich, da muss man das dann auch mal ehrlicherweise sagen, wesentlich komplexer, wenn viele Wettbewerber auf dem internationalen beziehungsweise Langstreckenmarkt nicht mit diesen Regularien belegt werden. Und da hat Carsten Spohr völlig recht, wenn er sagt, dann fliegen die Leute halt über London oder Istanbul. Wenn dann am Ende die Flüge dort und mit diesen Fluggesellschaften günstiger sind. Und es kann nicht sein, dass die EU sozusagen durch Regulierung die europäischen Fluggesellschaften und die europäischen Hubs schwächt und dafür alle Hubs, die sozusagen um die EU herum sind, und manche sind ja gar nicht so weit entfernt, wer weiß, vielleicht wird Reykjavik irgendwann noch ein Hub, weil es gehört ja auch nicht zur EU. Und von da aus ist es ja auch nur ein Katzensprung bis in die USA. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Und da kann ich Carsten Spohr, aber natürlich auch alle anderen Luftfahrtgesellschaften in Europa verstehen, die sagen, Leute, das kann ja nicht sein, dass alle anderen außerhalb dieses EU-Raums das nicht haben und wir müssen darunter so leiden und bluten. Ja, vor allem, man muss halt ein paar Zahlen wissen. Und zwar muss man halt einfach sehen, dass die Lufthansa derzeit 2 von 3 Transatlantik-Sitzen in den USA verkauft. Ja, also das Ja. heißt, dass der Markt ist in die Richtung. Deutschland macht nur noch 30% bei der Lufthansa aus. Man kann jetzt böserweise sagen, natürlich, die Lufthansa ist international und sie will auch internationaler werden. Man hat das ja auch bei der ITA gesehen. Wenn man jetzt von Italien als international sprechen kann, wenn man ja in Italien trotzdem auch die EU-Regelung hat. Und man will halt dieses machen. Und Lufthansa hat auch gesagt, man ist da in der Vorbereitung, ohne da ins Detail zu gehen. Das heißt also, Reykjavik jetzt vielleicht nicht wirklich, ich weiß es nicht. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten, den Flugverkehr halt auszulagern, dass man halt im Prinzip andersrum fliegt. Das heißt also, dass man die Flugzeuge zum Beispiel in New York stationiert und von New York aus nach Ja. Frankfurt fliegt hin und zurück. Oder so, und das ist halt das, was halt passiert. Und man hat das ja auch gesehen bei der Aeroflot zum Beispiel. Die Flugzeuge sind ja nicht in Russland registriert gewesen, aus verschiedensten Gründen, sondern irgendwo, wo waren das nochmal? War das Bahamas oder irgendwas Merkwürdiges? Bahamas, also Ja. einige auf jeden Fall auf den Bahamas. Ja. Das Also ich fand das äußerst, aber daran sieht man halt, wie der Luftverkehr ist. Das heißt also, dass man wirklich so flexibel ist und variabel, dass man die Flugzeuge überall registrieren kann. Und deshalb ist dieses Fit for 55 natürlich ein gutes Ziel. Das ist auch etwas, was man unterstützen sollte. Nur das Problem ist halt einfach, dass wir uns damit wieder in Deutschland, ja, in eine Situation bringen, die, ja, unglücklich ist. Und man sieht ja auch, dass viele Situationen in Deutschland, die gerade passieren,
uns von der Welt abkoppeln Ja. und massiv abkoppeln. Und ja, der Luftverkehr hat 2% am Umweltausstoß in weltweit, glaube ich, war das, ne? CO2, ja, Ja, das war ist im Grunde weltweit. völlig vernachlässigenswert. Ich glaube, die drei größten Tanker stoßen mehr CO2 in die Atmosphäre als sämtliche Flugzeuge auf diesem Planeten. Also, aber du hast vollkommen recht. Es werden sich Märkte verschieben. Und wenn dann die Flugzeuge auch nicht mehr hier registriert sind, denke ich mal auch, dass so der ein oder andere Steuereuro nicht mehr hier bleibt. Wenn die Crews auch dauerhaft in den USA entweder sozusagen amerikanische Crews sind, die Deutsch können, oder halt die deutschen Crews, die dann dorthin dauerhaft umsiedeln. Das ist für den Standort Deutschland mit Sicherheit auch nicht wirklich zielführend. Und ich weiß nicht manchmal in Brüssel, ob man wirklich einfach manchmal nur eine super Idee hat, wie man irgendwie, weiß ich nicht, entweder mehr Geld generieren kann oder glaubt, man ist dann wirklich der Beste der Besten, was Einsparung von CO2 angeht. Ohne den zweiten Schritt zu denken, dass zum Beispiel der Flugverkehr ja ähnlich wie das Internet im wahrsten Sinne des Wortes ja nicht an den Grenzen Halt macht. Auch so Internetregulierungen auf Landesebene, auf nationaler oder europäischer Ebene, das ist ja auch alles so ein völliger, ja, muss man sagen, Tüt. Und ja, bei der Luftfahrt ist das ganz genauso. Und insofern kann man der EU nur raten, Leute, denkt mal vom Ende her, denkt mal zweimal nach, bevor man solche vielleicht guten oder gut gemeinten, aber nicht gut gemachten Sachen beschließt. Das nehme ich einfach als Stichwort, warum wir können das Thema nicht bis zum Ende bringen. Ich wollte noch mal Nein. kurz eine Zuschauerfrage beantworten, um es noch mal wirklich festzusetzen, mit dem Stammtisch am 22. Oktober 2022. Der ist in Frankfurt und wir fliegen von Frankfurt mit der LH106, das ist die 787-9, nach München und fliegen mit demselben Flugzeug als LH111 zurück. Das heißt also, wir sind in München ungefähr eine Stunde am Boden. Heißt also insofern, dass man ganz, ganz klar sich da mit beteiligen kann, wenn man mitfliegen möchte. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt zu dem Flug oder sowas, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Ich habe die Nummer eingeblendet. Ich müsste noch mal gucken, dass ich die einblenden kann. Während Mario gleich noch mal redet, werde ich die Nummer noch mal eintickern. Ich glaube, ich habe das eben gelöscht. Wer noch mal was eintickern will, ist auch der Herr Kühne in Form seiner Kühne AG, glaube ich. Und er ist da sehr kühn unterwegs, der Klaus Michael. Und er ist Logistikunternehmer, möchte natürlich seine Beteiligung bei der Lufthansa ausbauen. Im August hatte der Milliardär auch in einem Interview mal gesagt, dass er den 10%igen Anteil des Bundes nicht übernehmen wolle. Warum? Ganz einfach, weil er damit auf eine Sperrminorität von 25% käme und das wäre politisch nicht durchsetzbar, sagte er damals. Weiß ich jetzt Sure. nicht wirklich, aber er hatte halt konstruktive Gespräche mit der deutschen Lufthansa in Form von Carsten Spohr als Vorstandsvorsitzender und dem Chefaufseher Karl Ludwig Clay. Clay, glaube ich, spricht man das aus, ne? Clay, Clay? Okay, ja. Clay, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hält er ja schon 15,01% an der Bude. Und die Lufthansa ist natürlich jetzt wieder relativ gesund, wenn man sich die Zahlen anguckt. Die Preise sind ja auch gesund. Interessant, Ja, in der Tat, in der Tat. dass der Herr Kühne dann einsteigen will. Ich habe dann noch so ein Lieblingsthema von Mario. Und das ist das Thema Lufthansa, Maskenpflicht, Happiness, dass die endlich vorbei ist. Also mir stellen sich mehr Fragen als Antworten. Ist das jetzt ab sofort oder ist das erst, wenn das ausläuft im Herbst? Ab Oktober. Also das heißt, wir müssen bis Oktober die Maske tragen? Theoretisch schon, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Eigentlich kann man das jetzt schon vergessen. Also die Lufthansa
ich habe es ja bei meinem letzten Langstreckenflug mitbekommen, macht darauf aufmerksam, dass man eine Maske tragen muss. Wer dann keine trägt, insbesondere nochmal das Thema, das Flugzeug war relativ gut befüllt mit Amerikanern, die nach Deutschland wollten, weniger mit Deutschen, die zurück wollten. Und von denen hat ohnehin keiner mehr eine Maske getragen, weil, wie du weißt, ist das weder an den Flughäfen in den USA noch bei den Zubringerflügen oder halt bei Flügen in den USA nötig. Ja, und die Flugbegleiter haben dann auch nichts mehr gesagt, was meines Erachtens auch völlig richtig war. Also, das müsste ich übrigens auch noch mal, das wird auch noch mal interessant, im Flieger keine Maske. Und ich glaube, die FFP2-Maskenpflicht in Zügen ist auch gefallen. Ich glaube, nur noch in ganz bestimmten Einrichtungen. Wobei ich sagen muss, also eine FFP2-Maske, ich bin vorgestern von Düsseldorf nach Berlin gefahren mit der üblichen Verspätung der Bahn. Das ist dann schon eine heftig lange Zeit, muss ich sagen. Das ist dann schon ein halber Langstreckenflug ist oder ein Mittelstreckenflug und gefühlt. Und so lange sollte man ja, hatten wir ja schon mal auch bei den Flügen, auch laut Arbeitsschutzrichtlinie eine FFP2-Maske ohnehin nicht tragen. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, Carsten Spohr hat das ja auch richtig gesagt. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, die Masken 12 Stunden lang im Arbeitsumfeld zu tragen, weil wenn man die Masken trägt, muss man eine gewisse Anzahl an Minuten, ich weiß es jetzt nicht genau, Pause haben und so weiter. Aber die Lufthansa müsste ihre Gäste zwingen, auf einem 14-Stunden-Flug nach Buenos Aires, natürlich hat man den längsten Flug genommen, den man hat, als Beispiel, muss man die Leute zwingen, diese zu tragen. Und das andere Problem ist halt wirklich, dass man gemerkt hat bei der Lufthansa, dass die Leute umgebucht haben auf die Swiss, weil bei der Swiss keine Maskenpflicht ist. Das heißt also, es So gab ist einen es. Exodus und es war für die Lufthansa ein riesen Wettbewerbsnachteil im Langstreckenverkehr gegenüber den Konkurrenten. Und das ist halt wirklich natürlich ein Zeichen. Und ich habe es auch immer wieder gesagt, hey Freunde der gepflegten Maskenkunst, die Leute fallen nicht um, wie die fliegen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Lufthansa nicht mehr geflogen. Ich habe all meine zukünftigen Tickets mit Finnair oder AirBaltic gebucht. Nicht nur aufgrund der Maskenthematik, aber auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein befreiendes Ding, dass man die tragen kann oder nicht tragen muss. Und wenn ich krank bin, ich würde sie ja tragen, dann würde ich den Sinn ja erkennen. Aber doch nicht so. Und das ist halt einfach das Thema. Oder in dem Flix-Train. Ich wollte das Erlebnis gar nicht, weil es mich so traumatisiert hat, erwähnen. Ja, lach nicht. Und also es war schwierig, in dem Zug die Maske zu tragen, weil es gab keine Klimaanlage. Es war scheiße heiß. Ja, und das ist halt einfach so. Ich soll jetzt nicht rumheulen, weil ich habe ja dieses Herrengedeck von Lorenz. Es gibt ja diese Snackbox, glaube ich, wie die heißt, mit Chips, mit Salzstangen, mit allem. Die habe ich dann 4 Stunden lang vor mich hingevergustiert und habe dann 1,5 Liter Wasser noch weggezogen. Ich hätte mehr gebrauchen können. Also wie gesagt, Maskenpflicht ist gefallen, Thema durch. Aber man sollte sich jetzt da nicht freuen, ganz wichtig. Der lustige Karl, der kann es jederzeit aktivieren. Und irgendwie hatte ich verstanden, dass er nicht irgendwie die Zahlen offenlegen muss, sondern einfach sagt, es ist jetzt so. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, Quatsch oder Ja, also. das ist natürlich Riesenquatsch. Ich meine, heute hat er irgendwas getwittert, dass er seinen Kollegen, Kollegen von der FDP, wie heißt er gleich? Welchen, den Justizminister? Nein, den Bundestagsvizepräsidenten, den Schleswig-Holsteiner, Ach, hier, Kubicki. Kubicki, dazu überredet hat, jetzt auch Open Air bei Veranstaltungen eine Maske zu tragen. Es ist ja absurd. Gestern kam ja in Düsseldorf auch ein Fahrradfahrer entgegen, ganz alleine mit einer Maske auf. Also Leute, wie gesagt, ich bin sehr dafür, für Schutz, auch für Eigenschutz, aber nicht, wenn man alleine auf dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Also das muss nicht sein. Aber man muss es abwarten. Aber du hast es ja gesagt, es ist ja nicht nur, dass man
mit der Swiss-Konkurrenz oder Mitbewerber im eigenen Haus hat, auch die ganzen amerikanischen Fluggesellschaften, United, Delta, American, alle, die hier rüberkommen, da musst du nirgends eine Maske tragen. Und die armen Passagiere, die dann aus welchen Gründen auch immer die Lufthansa gebucht haben, die sind dann diejenigen, die Pech gehabt haben. Die müssen dann mit Maske zurückfliegen. Zumal ja am Anfang der Pandemie, wir werden uns dunkel erinnern, ja auch immer erzählt wurde, im Flugzeug besteht so gut wie gar keine Ansteckungspflicht durch die gute Belüftung und den ständigen Austausch der Luft und so weiter und so fort. Da fragt man sich auch die ganze Zeit, ja, was stimmt denn nun? War das am Anfang gelogen und man wollte uns nur in Sicherheit wiegen? Oder stimmt es? Dann fragt man sich, warum man sogar FFP2-Masken tragen soll, ja. Also es ist schwierig. Herr Hoffmeister, das hatten wir doch im Faktencheck schon lange überprüft. Das wurde Ja, doch ich gesagt, weiß. weil Angela M. Da Angst hatte, dass uns die Wahrheit verwirren könnte oder erschrecken. Ich weiß nicht mehr, wie Ja. der Begriff ganz genau war von dem ehemaligen Innenminister de Maizière, glaube ich, hieß er auch, CDUler. Das Problem war einfach, man hatte nicht genug Masken und hatte Angst, dass man aus Masken oder Masken ausläuft oder aus Masken, egal wie, auf jeden Fall, dass man keine Aber Masken mehr für die wichtigen Berufe haben, die nichtsdestotrotz, es Maskenbau. ist halt. Ja, also für mich ist einfach der evidente Beweis des Faktischen da, weil Ja. die Leute halt in anderen Ländern nicht wie die Fliegen umfallen. Und da erinnerst du dich ja auch, als zum So Beispiel ist England es. als erstes das gemacht hat, haben wir gesagt, oh, die sind ja alle krank geworden bei EasyJet. Ja, so ein Quatsch. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns zu positiven Dingen kommen. Und wir sind ja hier auch schon wieder, immer wenn Mario kommt, sind die halbe Stunde ja so schnell rum. Ja, ich quatsche immer so viel. Sorry, sorry, sorry. Ja, das ist richtig. Ich habe schon wieder die Frage gekriegt und deshalb muss ich noch einmal den Hinweis machen. Es tut mir leid, wenn ich euch damit ein bisschen nerve. Wir fliegen mit der LH106 von Frankfurt nach München. 13:15 Uhr ist Abflug. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 14 Uhr ist irgendwas Ankunft. Um 15 Uhr fliegen wir zurück mit der LH 111. Das ist der Flug von München nach Frankfurt. Der geht um 3 und ist, glaube ich, um 4 Uhr in Frankfurt. Und das ist der Flug mit der 787-9 am 22. Oktober. Das ist ein Samstag und da ist danach um 18 Uhr im Hyatt Place der Stammtisch. Ich hoffe, ich habe das jetzt klar und deutlich formuliert. Sollte das nochmal gefragt und gewünscht werden, mache ich es auch gerne nochmal schriftlich. Schreibt mir einfach auf WhatsApp. Ihr habt das unten, wenn ihr auf YouTube schaut, in den Shownotes. Oder aber auf Facebook könnt ihr mir auch persönlich eine Nachricht schicken und dann werde ich euch das nochmal sagen. Und jetzt kommen wir zu der guten Nachricht und Mario möchte euch den Flug vorstellen. Nein, möchte er nicht. Das möchte der Herr Korsten machen, die anfangs schon besprochen. Ja, das ist der Flug von Budapest nach Nairobi für 1.200 und ein bisschen Euro in der Lufthansa Business Class. Die Buchungsklasse ist P wie Paula, gibt nur 100% der Meilen. Wichtig ist in dem Fall ganz einfach, warum Nairobi ist eigentlich geil. Warst du schon mal in Nairobi, Mario? Leider nein. Ich persönlich war ehrlicherweise auch nicht da. Ich habe aber gut gehört, dass man dort auf Safaris gehen kann. Man kann dort andere Sachen machen. Man kann sich der Natur hingeben, die ja wahrscheinlich phänomenal sein muss. Ich kenne Windhoek. Das muss ja, also ich stelle mir das jetzt ähnlich wie Windhoek vor, irgendwie so. Ne? Ja. Südafrika, also wie man sich es vorstellt. Wichtig ist halt, dass man 6 Tage nach Ankunft dort erst wieder wegkommt. Das ist so. Und ansonsten könnte man natürlich den Sunday Rule nehmen, heißt also, wenn man von Samstag auf Sonntag, dann braucht man nur eine Nacht zu machen. Aber ich fände, das wäre schade. Wichtig Ja. ist, dass man halt wirklich das Ganze mit 1.200 und ein bisschen bekommt. Buchungsklasse P, jetzt kommen natürlich wieder die Fragen, wie viele Meilen gibt es? Ich bin vorbereitet, ich schalte euch das einfach mal auf. Zack, klappt das. Ja, ihr habt die Werbung direkt im Bild, weil ich nämlich mich verdrückt habe, aber ist kein Problem. Ich gehe einfach mit dem Screen zurück. Ja, so ist das halt bei Google AdWords, hat jemand Geld gemacht. Der Flug von Budapest nach Frankfurt, nach Nairobi, hin und zurück in der P Business Class gibt bei der Air China 14.306 Meilen. Bei Singapore Airlines 11.112,
bei der Scandinavian Airlines, bei der Lufthansa Miles & More 9.352, 8.890, bei LATAM, Thai, Copa, United und bei der Air Canada gibt es nur 8.370. 1038 soll es angeblich bei der Cathay geben. Ich wundere mich, warum es bei der Cathay die gibt, weil ja quasi Oneworld sind, aber nun gut, man sollte ja Fragen stellen. Also die Seite Where to Credit ist immer mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und wir hatten ja auch das Geheimnis geklärt, warum die Air New Zealand wieder 0 Punkte hat, aber hier sollen angeblich auch Asiana, Turkish, Ethiopian, South African Airways, EFA und Aegean und die TAP 0 Punkte geben. Okay. Ich hoffe, ich habe euch da einen Hinweis gegeben. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich hole uns dann einfach wieder raus, indem ich das wegdrücke. Nein, das klappt nicht. Ich muss es so machen. Ah, nee, ich klicke mal so ein bisschen freimütig hier drauf rum. So, jetzt sind wir wieder nebeneinander. So ist es hübsch. Und haben wir noch ein Wunschthema? Haben wir noch eine Frage aus der Zuschauerschaft? Diese Zeit sollten wir uns doch noch nehmen, Mario, dass wir jetzt eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar eine Zuschauerfrage, die ich bekommen habe. Herr Hoffmeister, wie kommt es, dass Sie nicht mehr so oft zu sehen sind? Ich betone, also das Geile finde ich ja, dass du hier gesiezt wirst. Ja, also wenn ich gesiezt werde, kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Also das geht nicht. Nein, ich kann das ganz leicht beantworten. Der Lars weiß das ja auch. Ich war die vergangenen Wochenenden immer dienstlich unterwegs und auch bedauerlicherweise relativ häufig in der Woche. Und da habe ich auch ein sehr schlechtes Gewissen, dass immer der Lars sich seinen Mund fusselig reden muss. Ich gelobe Besserung. In den nächsten 2-3 Wochen wird es noch ein bisschen eng, aber danach im Winterhalbjahr, wenn wir alle Zeit haben, vor dem Computerbildschirm zu sitzen, dann könnt ihr euch auch wieder meine Anwesenheit erfreuen, solange der Lars mich noch erträgt. Es tut mir leid, wie gesagt, ich mache das hier gerne, sehr gerne nebenbei. Der Lars macht das als Profi natürlich quasi hauptberuflich. Aber es macht eigentlich immer sehr großen Spaß, wenn wir das zusammen machen. Und ja, ich hoffe, dem Lars geht es auch so. Und mea culpa, es wird wieder öfter der Fall sein, dass wir hier sitzen und granteln. Ja, du musst noch ein bisschen weiterreden. Ich bin gerade meinen Anwalt am Kontaktieren, was ich dir antworten soll, weil du ja gesagt hast, du würdest wissen. Und bevor das dann juristische natürlich Nachwirkungen für mich hat, ja, bin ich dann gerne nochmal bereit, das Ganze zu beschauen. Aber ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Aber red euch weiter, Entschuldigung. Ja, finde ja schön, dass du die Phoenix-Mütze hast. Ich sollte dann vielleicht auch mal meine aufsetzen. Ja, man wechselt ganz schnell den Flughafen. Oder nein, es ist ganz flug. Ich kann es ja nicht sehen. Ich sehe dich ja leider nur von der Seite. Ich zeige dich mal in einer anderen Kamera. Ja, jetzt ja, kalifornische angezogen. Ich könnte natürlich auch zur Feier des Tages, ich laufe immer aus dem Bild, das ist mal sehr schwer, ich könnte natürlich auch die Hansens anziehen. Ja. Die Lufthansa in der Classic Collection sozusagen. Ja, ich weiß nicht, wie alt die ist. Die ist ja aus der 50 Jahre Lufthansa. Heißt also, das Ding ist alt. Die ist ja quasi, wann war die denn 50 Jahre alt? Ja, also ich glaube, in dem Jahr stimmt schon. Ja, war so, ne? Ja, genau, es war so. So, also jetzt nochmal zur... Also ich habe ja nochmal die Frage gekriegt. Also, ich gucke jetzt genau in meine Buchung rein, damit es da keine Missverständnisse gibt. Und hast du zwar, wieder Falschinformationen gegeben? Nee, ist die LH111, weil ich bin ja nicht doof. Also, ich meine, ich bin zwar manchmal verwirrt, aber ja, in dem Fall nicht doof. Das ist in der Tat die 111. Und dann wurde ich gefragt, auf welchen Sitzplätzen ich sitze. Also 8C, das weiß ich, das ist die erste Reihe hinter der Business Class, die Premium Economy. Und auf dem Hinflug sitze ich in der Exit Row in der Economy Class. Ist das Reihe 27?
27c oder andere Seite, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich kann das, wenn Mario noch ein bisschen redet, kann ich das noch mal weitersuchen. Ja, ich kann natürlich noch mal ein bisschen reden. Ich habe natürlich recherchiert. 2005 hatte die neue Lufthansa ihr 50-jähriges Jubiläum. Ich Also habe es wurde übrigens, 55. ja, ich habe es übrigens bei Tchibo im Angebot gekauft in Dubai. Das Ach heißt, es so. kann auch 2006 dann gewesen sein, weil das dann die Resterampe war. Ja. Hast du es jetzt gefunden? Nein. Doch, und zwar Booking Details. Und zwar ist das. Nee, warum ist denn das jetzt? Jetzt habe ich hier einen Flug von Dubai nach München aufgerufen. Wie geil ist das denn? Da bin ich am 6. August mit der LH111 geflogen. Kannst du dir nicht ausdenken? Nee, das ist ja auch sehr schön, aber da wissen wir jetzt mal, wo der Lars sich immer so rumtreibt. Ja, also das ist ja jetzt ein bisschen verwirrend. Aber nichtsdestotrotz ist Tja. 111 und dann die Reihe 27, glaube ich. Aber das können wir ja noch koordinieren. Und nichtsdestotrotz hin die 106 und da ist es die 27 und bei der 111 ist es 8C. So ist es richtig. Aber ich sage, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, wenn wir für eine Stunde mal nicht zusammensitzen sollten, ist das ja nicht schlimm. Wir haben uns ja danach dann beim Stammtisch. Kommst du eigentlich da zum Stammtisch Natürlich. am 22. Mario Hofmeister? Das ist ein Freitag. Nee, Nee, das ist ein es ist ein Samstag. Donnerstag. Samstag. Jetzt der 22. Oktober dann. Ja. Ach so, ja Gott, so weit kann ich doch gar nicht im Voraus planen. Ich bitte dich. Ja, ich wollte jetzt psychologischen Druck machen. Ja, nö, es ist kein Problem. Ich muss mal gucken. Das ist eine Woche, nachdem ich dienstlich aus Sin City wiederkomme. Ja, müssen wir mal schauen. Also jetzt bin ich jetzt mal komplett verwirrt. Ich muss jetzt einmal kurz in meinen Kalender gucken. Ich bin, also Leute, wenn ich hier permanent bombardiert wäre mit 85 Sachen, ich kann Multitasking nicht immer. Nein, du bist ja auch keine Frau. Ich würde doch vorschlagen, schreib doch einfach Nein, eure Fragen in die 22. ist richtig. Kommentare. 22. ist richtig. Ich habe 22. Also wie gesagt, LH111, 22.10., nicht 23.10. Am 23.10. könnt ihr mit mir nach Helsinki fliegen. Da fliege ich dann von Frankfurt aus nach Helsinki. Mit der Finnair allerdings. Aber nicht wegen der Maskenpflicht. Nein, natürlich nicht. Nein, ich brauche meinen. Ich habe meinen Status, den ich verlängern wollte. Hab da dann quasi noch ein paar Meilen mir fehlen. Mir fehlten 30.000 zum Platin, Plutonium, Lumo, Umo, wie auch immer der Status da halt schon Whatever. hat. Und ich sage jetzt danke, ich sage jetzt tschüss und jetzt gehen wir wirklich nach 40 Minuten raus, oder Mario? Ja, wir gehen mal raus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und einen tollen Tag, wenn ihr das hier auf YouTube seht. Ganz genau. Ich lade das auch nochmal hoch. Ich sage auch danke, ich sage tschö mit Ö und ja, jetzt raus hier einfach.